Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute Tag 2 meiner Österreich-Tour. Und ja, ich bin ausreichend gesättigt. Ich habe ordentlich gefrühstückt. Das ist schon mal ganz wichtig, um gut in den Tag zu starten für mich. Und ja, jetzt geht's zum Auto und dann weiter nach Lienz. Hello, Tiger. Hast du gut geschlafen? Steht da so ganz alleine hinter Absperrband. So ein Raubtier, was er ja auch ist. So. So, ich würde sagen, dann kann's losgehen. Pass. Jetzt hat aber leider mein Magen schon so laut geknurrt, dass ich nicht mehr abwarten konnte. Ich wollte eigentlich oben essen, aber jetzt esse ich hier im Gasthof Bärenwirt. Hauptsache essen. Immer will ich das leckere Essen filmen, aber dann bin ich immer so hungrig, dass ich einfach schon anfange zu essen. Naja. Lecker, lecker, lecker. Das Essen ist hier übrigens sehr gut und vor allen Dingen günstig. Und ja, das so Bären wird, das ist ja, kurz vor der Auffahrt zum Großglockner Pass. Also wenn ihr mal hier seid, dann kommt auf jeden Fall hier essen. So, weiter geht's. Wieder rein quetschen. Oh. Nix für alte Leute, dieses Auto hier. Boah, scheiße, ist das heiß hier. Ja, es ist sehr heiß. Schnell Fenster runter. Übrigens, guck mal auf den Kilometerstand. Ich erreiche bald die 50.000. Party! Okay, dann geht's jetzt mal hoch auf den Großglockner. Wer auf den Großglockner Pass möchte, der zahlt vorher 35 Euro. Da kommt man an eine Schranke. Und ja, also wenn ihr den Pass überfahren wollt, dann solltet ihr immer Bargeld bei euch haben. Jetzt geht's erstmal so richtig los. Ganz oben und ich werde hier so umgehauen von dieser Ansicht. Guckt euch das an. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
Und sind wir doch mal ehrlich, der GT3 passt hier doch perfekt ins Bild, oder? Wo passt so ein Auto besser hin als hier? Ich würde es niemals besser auf einer Postkarte hinbekommen. Richtig schön. Und ja, ich hatte gerade schon ein bisschen Spaß auf den Passstraßen hier. Man kann hier ordentlich Gas geben. Die sind nämlich alle schön frei. Hier ist kein Stau, also hier fahren wirklich sehr wenig Leute. Es ist ja auch mitten in der Woche und noch nicht so die Saison. Ich kann es jedem nur mal empfehlen, auf jeden Fall im Juni hier hinzufahren, denn dann habt ihr ordentlich Spaß und könnt auch mal ein bisschen Gas geben. Hier fahren wir übrigens gleich drüber. Sieht aus wie eine Achterbahn. Und da drüber die Straße, wie man da sehen kann, da fahren wir auch gleich lang. Also es gibt schon noch so ein bisschen Spaß hier gleich. Jetzt gerade tatsächlich diese Straße hier hochgefahren. Da unten fängt dann diese Pflasterstraße an. Kann ich nicht empfehlen für Sportwagen, die kein Liftsystem haben, denn ihr werdet auf jeden Fall aufsetzen. Und ja, die Aussicht ist natürlich der Wahnsinn. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr Passstraßen fahrt und ihr euer Auto sehr überansprucht, wenn ihr danach parkt, ihr habt das Auto noch nicht so kalt gefahren, dann solltet ihr auch nicht die Handbremse anziehen, denn die Bremsbeläge könnten zu heiß werden und tatsächlich an der Bremsscheibe kleben bleiben. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Jetzt fängt es leider gerade an zu regnen. Ich mache mich jetzt schnell wieder auf den Weg nach unten und gucke mal, ob ich noch ein paar Murmeltiere finde. Bis gleich. So. Schon die ganze Zeit freie Murmeltiere rum. Die kann man jetzt leider nicht sehen auf der Kamera, weil die echt winzig sind. Ja, aber meine ersten Murmeltiere in freier Wildbahn. Ziemlich lustig. Die pfeifen ja auch so, wenn die Angst haben. Dann pfeifen die und rennen weg. Wir kommen jetzt gerade von da oben. Dieser ganz hohe Punkt da. Da waren wir gerade, wie ihr gerade sehen konntet. Und wir sind jetzt hier auf einer Höhe von 2600 Metern. Jetzt geht es aber wieder runter, denn ich fahre weiter nach Lienz. Beim Grand Hotel. Da gehe ich jetzt rein und checke ein und dann schaue ich mir mein Zimmer an. Und heute passiert auch gar nicht mehr so viel, denn der Tag war echt hart, aber es hat sich definitiv gelohnt. Also ich kann jedem nur mal empfehlen, wer noch nicht da war, auf jeden Fall mal über den Großglockner zu fahren. Das gefällt mir. Besser geht's doch gar nicht.
ist jetzt wieder Pool- und Dinner-Time. Das war's von Tag 2 meiner Österreich-Tour. Ich bin jetzt ein bisschen fix und alle, denn der Tag war ganz schön lang, aber es hat sich gelohnt. Morgen geht's dann weiter zum Wörthersee. Ich freue mich und ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser mitspielen wird als heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, denn dann seid ihr immer auf den Laufenden und könnt auch meine Tour weiter verfolgen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen. Ciao!